So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, denn wir möchten wieder mal was testen und warum wir draußen sitzen, das weiß ich selber nicht so genau. Wahrscheinlich, weil wir nach dem Test, den wir jetzt machen, für das Produkt, was hier steht, damit direkt im Anschluss noch eine Maß kreieren wollen, weil uns das irgendwie so gefällt. Und da müssen wir eh hier am Challenge-Tisch sitzen. Gleichzeitig hätten wir ja gar nicht zu dritt auf den Balkon gepasst und deswegen sitzen wir jetzt hier. Ich wollte das mit dem Hannes machen, aber das Muttertier ist ja da wegen dem Fastlane Pay-Per-View. Und deswegen wollte die das jetzt auch mal probieren. Und was geht's überhaupt? Ihr kennt ja vielleicht Level Up. Wo ich immer dachte, das hat was mit Montana Black zu tun und war auf dem Holzweg, weil bei dem steht ja immer Get on my level. Und Get on my level ist ja irgendwie so eine Klamottenmarke und Level Up ist irgendwie so komisches Power Gainer Sportpulver, was du da halt durch die Nase schniefst und dann wirst du Hulk Hogan. Okay. Beziehungsweise haben die ja auch, Level Up hat ja auch Eistee rausgebracht, den haben wir schon getestet. Level Up hat irgendwelches anderes Zeugs rausgebracht und das habe ich noch nicht gesehen. Level Up in Dosen, glaube ich zumindest. Ich blicke selber nicht mehr durch. Wir haben jetzt hier drei Sorten. Level Up, es ist alles mit Zero Sugar. Level Up Gaming Drink Galaxy mit Acai, Granatapfel, Heidelbeer Geschmack. Wir haben den grün hier. Das ist Level Up Gaming Drink Nuke mit Limette, blaue Himbeer Geschmack. Schon mal blaue Himbeeren gesehen? Wahrscheinlich. Und Shiny Dragon, Drachenfrucht. Litschi-Geschmack. Ich muss sagen, die Dosen gefallen mir eigentlich sehr gut. Wir wollen das jetzt hier mal in so Gläschen einfüllen für die zwei Gäste. Ich werde aus der Dose direkt trinken, weil ich Husten habe, damit es auch kein anderer mehr trinken kann. Und stell mir das jetzt mal hier weg, weil das sind die warmen Dosen. Die warmen Dosen, die sind dann halt für die Maß. Und die sind jetzt halt für hier. Und am besten hält man das mal irgendwie so rein, dass man das halt sieht, dass das... Oder nimm du mal eine Dose, du und du, danke Ramses, und dann haltet es mal irgendwie so zusammen, dass man die Dosen sieht, aber euch auch. Genau, das war das Thumbnail. Hast du das super geguckt? Ich weiß, wenn ich da ein Bild draus mache, dass es wieder richtig herrlich aussieht. Fangen wir einfach nochmal an, wir stellen es mal hin. Hannes, du bist Gast, was willst du denn zuerst? Das sieht aus wie dein T-Shirt, was du anhast. Das finde ich sehr nice. Dann fangen wir mit dem sehr nicen an, der sticht nämlich eh hervor. Die anderen zwei sehen fast identisch aus, weil da ist die ganze Dose eine Farbe und die Dose ist geteilt. Das ist also Zero Sugar, Kickstart Your Game, Level Up, Scan Me. Mhm. Und wenn du das Design dir anguckst, da ist halt richtig schön dieser Drache drauf, von unten bis oben, der die Dose ziert. Level Up Schriftzug, unten steht die Sorte, da steht der Inhalt kurz, was für Geschmack, aber das ist alles schön geprägt irgendwie, finde ich, vom Design. Sehr cool. Sehr cool, sticht ins Auge und vor allem hier oben schwarz, schwarzer Nippus. Ich mach's mal auf. Was denkt ihr, was für eine Farbe das hat, wenn man es einschenkt? Die Dose ist blau, die Dose ist rot. Wenn man es einschenkt, ist es... Das ist ja Drachenfrucht Litschi. Lila. Lila? Litschi ist durchsichtig, also weiß. Ich erwarte da jetzt trotzdem einfach was Blaues, weil ich halt denke, das ist blau. Und was ist es? Ach, es ist blau. Aber was für ein Blau? So, Hannes, das ist deine Duftprobe. Das ist ja ein tolles Blau. Das ist deine Duftprobe. Ich tue dir mal noch einen Schluck ein. Wir müssen es zwar nicht leer machen, aber das sieht halt schöner aus, wenn dann noch was drin ist. Für die Mama ist es jetzt extra schwer, denn die muss ja das Glas jetzt erst austrinken. Guckt euch das an. Schönes, helles, ja, prickelndes Hellblau. Riecht total nach Litschi. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ihr könnt jetzt damit machen, was ihr wollt. Riecht total nach Litschi. Ich weiß nicht, wie Litschi riecht. Ja, aber es riecht aber... Genauso nach Litschi riecht es. Riecht wie Bubble Tea. Einfach. Drachenfrucht Litschi. Auf jeden Fall ist es ja schön gekühlt und deswegen hoffe ich, schmeckt das jetzt. Und ohne Zucker. Hoffentlich ist das jetzt nicht... Mal gucken. Und das ist ohne Zucker? Naja. Es ist sehr süß wieder. Sehr süß. Jetzt kam mir so ein Samyang Too Spicy Geschmack mit hoch vom Mittag. Es ist sehr süß. Ja. Ich finde es schon wieder sogar eher sauer, ja, und brennend. Das wird wieder das. Das ist die Drachenfrucht, die etwas säuerlich schmeckt.
aber ich schmecke einen aber den ersten, nicht. Ja, Litschi ist halt das Süße einfach. Also aber ich finde es süß, aber ich habe nicht irgendwie einen Geschmack nach einer Frucht. Also irgendwie nicht wirklich. Das ist. Ja, im ersten Moment, der erste Schluck war ziemlich süß. Der zweite hat nur noch nach irgendwie Wasser geschmeckt und jetzt, ja. Also bei mir ist es dasselbe wie beim Gönnergy zum Trinken. Wenn ich trinke Eis gekühlt, denke ich erstmal, okay, sobald ich absetze, brennt mir irgendwie der ganze Hals, die Kohlensäure, das Süßungsmittel. Es wirkt wieder wie, hättest du eine Brause, als hättest du eine Brausetablette verschluckt oder irgendwas. Und das brennt weiß ich nicht. Nein, das ist beim Gönnergy genauso gewesen. Und vielleicht vertrage ich einfach kein Süßungsmittel. Vielleicht bin ich allergisch gegen Süßungsmittel. Und jedes Mal ist das, nicht nur, dass mir das einfach nicht schmeckt, sondern ich habe auch bei dem wieder so einen richtig chemischen, künstlichen, brennendes irgendwas, was so richtig so. Aber ich muss sagen, von der Kohlensäure her und dem ganzen Zeug alles, es ist nur noch Schaum im Gesicht und ja, mag ich nicht. Ja, aber ich muss es trotzdem austrinken und ihr eigentlich auch, damit wir weitermachen können, aber ich will euch ja nicht hetzen. Ich schütte es halt weg, dass wir weitermachen können, weil wir haben ja noch zwei Dosen vor und. Aber ich muss sagen, die schmeckt mir eigentlich recht gut, die da. Auf jeden Fall sieht es gut aus. Die Farbe ist gut und es perlt. Ja gut, ich bin ja wahrscheinlich auch die Süßungsmittel auch gewohnt. Du bist sowieso gewohnt. Das gewohnt, ja. Ich mag gewohnt auch kein Süßungsmittel, aber das Frostschutzmittel vom Auto sieht genauso aus. Genau. Und das ist bestimmt auch nicht ich lecker. Ich trinke es ja nicht jeden Tag, also wie gesagt. Also meins ist es absolut gar nicht, wieder mal. Ich kann damit nichts anfangen. Ja, klar. Ich nicht hier, weil kein Zucker, der säuft immer nur Energy mit Zucker. Ich trinke ja generell eigentlich kein Energy-Drink, aber das dann, was nicht mal schmeckt, aber trotzdem irgendwie schädlich ist, das ist keine Ahnung. Wir haben Nuke und Galaxy noch übrig. Ich glaube, Nuke hebe ich mir auf für die Mama, weil die Dame ist in der Runde. Machen wir mal Galaxy als nächstes. Galaxy mit Acai, weil man darf ja nicht Acai sagen. Acai, Granatapfel, Heidelbeergeschmack. Der ist aber lila. Das ist lila, okay, schön. Wenn du es einschenkst. Da habt ihr, weil das ja Galaxy ist, habt ihr jetzt keinen Drachen drauf, sondern ihr habt richtig hier eine Galaxie dabei mit verschiedenen Planeten und die haben so Zeug drumrum und ja. Ich mach schon mal auf. Süßungsmittel, Granatapfel, Heidelbeer, Mama's weggeschüttet, perfekt. Bei euch können sie jetzt eh rummeckern und sagen, das kann man ja gar nicht vergleichen, wenn man alles aus dem gleichen Glas trinkt. Bla bla bla. Ja, siehst du ganz hell. Deswegen trinke ich das. Ganz Rosé. Zart, Rosé, ja. Schweinchenrosa. Ja, genau. Oh, aber ist trotzdem die Farbe cool, oder? So, der Mama gefällt wieder die Farbe, weil das so zartes Schweinchenrosa ist. Es perlt auch extrem. Ich glaube, damit habe ich ein Problem. Es ist gekühlt. Gekühlt denke ich, dass es nicht so viel Kohlensäure dann immer vorbringt. Aber das erste war mir einfach nur Schaum in der Fresse. Aber das riecht irgendwie nach einer Farbe. Ich muss gestehen, Heidelbeer. Kenn ich nicht, was ist das? Acai, so wie Arznei. Acai, sagt schon Arznei und I und A. Also bestialisch. Gefühlt ist es doch fast in jedem Energy mittlerweile drin. Immer steht drauf Acai und dann alle Acai und dann gibt es da immer Krieg daraus, weil jeder es anders ausspricht. Ich rieche die Heidelbeer, ich bin kein Heidelbeer-Fan. Mir zieht sich jetzt schon wieder der ganze Magen zusammen, weil es süß und klebrig und künstlich ist und das ist das Schlimmste. Prost. Immer an allem, aber Hauptsache schwarzer Nippus. Ja, Prost. Der schmeckt richtig abgestanden, das Zeug. Also beim Trinken habe ich absolut gar keinen Geschmack, aber merke nur Kohlensäure. Ich finde es aber nicht so süß wie das andere. Also das finde ich nicht so süß wie das andere. Ich finde schon wieder wie Brausepulver, Brausetablette. Brause erinnert mich das, wenn du die ganze Packung reinschüttest und dann nur noch. Ja, aber das hat man ja freiwillig gemacht und das fand man cool. Ja, ja, gut, das war aber ja. Jetzt habe ich einfach nur dieses Kribbeln und Prickeln und Brennen die ganze Zeit von diesem ganzen komischen. Nee, diese Brause da in den Tüten, das habe ich nie gemacht. Das wollte ich nie, das habe ich nicht gemacht. Also für mich schmeckt der einfach nur noch Wasser mit Zucker drin und wo schon wieder Apotheken, Brausetabletten, Pulverzeugs aufgelöst,
knistert da rum am Gaumen alles und lässt sie nicht schön trinken, fühlt sie nicht gut an, kann ich nichts mit anfangen. Dir schmeckt's super, da freue ich mich ja total. Oh. Level up, level down. Wer sowas freiwillig trinkt, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, das ist, aber für dich ist es jetzt auch nichts. Also nicht so im Verhältnis zu deinem, was du immer trinkst. Nee. Gar nicht. Es säuft immer Monster und Rockstar und Red Bull und White Bull und alles. Ja, dann kommen wir mal zum Grün, denn das Grüne ist der Nuke. Der Nuke Gaming Drink, deswegen habt ihr auch das Nuklearzeichen drauf. Der gefällt mir so ganz gut von dem Grün her und von dem Nuklearzeichen. Das ist Limette und blaue Himbeer. Limette, oh, da ist auch schon wieder säuerlich und beißt. Ja. Und dann noch die Süßungsmittel. Und immer hier können die nicht mal was Leckeres machen. Sowas wie Käsekuchen, was wenigstens mild ist und cremig. Aber das ist ja auch eklig. Also gefühlt ist alles immer nur bissig. Nee, alles beißt. Aber für niemanden war das. Das ist jetzt grün, perfekt. Jetzt schenken wir es mal ein. Wow! Das ist ein grünes, jawohl! Muss ich das wohl. Das ist aber voll die unnatürliche Farbe! Schütz weg! Los! Sieht keiner! Fertig! So testet man Level Up. Wir tun es mal hier reinfüllen. Das kann auf jeden Fall nicht gesund sein, wenn das so aussieht. So extrem. Ist das ein Grün, sag mal? Guckt also euch so dieses Grün an, also das ist schon gelb-grün, das ist Neon-gelb-grün-Dings, also von den Farben her, ihr seid die verstrahltesten aus der ganzen Welt, das ist so toll. So, ich muss, brauch also, so eine Farbe im Thumbnail, glaube ich, das so, kommt gut. Oh, Limette. Das ist doch 1A Limette ins Gesicht. Die blaue Himbeere geht bestimmt total unter. Naja, Prost. Beim Trinken habe ich wieder absolut gar keinen Geschmack und beim Absetzen denke ich dann, ich habe ein verdörrtes Dextroenergen aus der Apotheke irgendwo im Zimmer gefunden aus der Kindheit. Wow. Und ich weiß es nicht. Geschmacklich für mich auch absolut nichts, aber ich glaube, die Himbeer schmeckt man ein bisschen raus. Also wenn man sich auf die Himbeer konzentriert, ihr findet die Himbeer auf jeden Fall. Also mir hat vom Geschmack her das da hier am besten, das Lila, also hier das da, das Galaxy Energie. Was war da noch mal drin? Heidelbeere und. Denn das eine war zu süß, das andere war wieder zu sauer und aber das ging einigermaßen. Ich glaube, das finde ich noch schlimmer als Gönnergy. Ich habe den Gönnergy-Sorten, habe ich sogar noch eine zweite und dritte Chance gegeben. Immer wenn ich eine einzelne Dose mal gesehen habe, habe ich die nochmal mitgenommen. Hab die dann ganz getrunken. Da muss ich sagen, habe ich beim Trinken wenigstens Geschmack gehabt und beim Absetzen mich nur geekelt. Hier habe ich beim Trinken aber absolut gar keinen Geschmack und habe nur den Ekel am Ende. Und das macht keinen Sinn. Das, selbst den Käsekuchen, da hatte ich nochmal mir geholt, den Cheesecake, Raspberry, ist nicht mein Geschmack. Die ersten zwei Schlücke, denke ich, ist okay. Dann denke ich, scheiße, ist da noch viel in der Dose drin, wer soll denn das noch trinken? Ich habe jetzt schon Magenkrämpfe, aber hier, nee. Hier ist man froh, dass es vorbei ist. Opfer mal verloren. Also, seid ihr Level-Up-Fans, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn es noch andere Level-Up-Sorten gibt, dann behaltet es am besten für euch. Das war's von meiner Seite aus, von unserer Seite aus. Danke, Mutter, dir, dass du da geholfen hast. Ach, was ist denn das? Was ist denn das? Was machst du da mit deinem Zeugs? Weißt du, was man damit macht? So, immer schön die Blumen gießen, da habe ich dir nur kurz geholfen. Peace out, Vorhaut, euer Muttertier. Ja.